60 Tonnen Stahl verbaut, 200 Kubikmeter Beton gegossen, 56.000 Meter Kabel eingezogen. Aber nun ist alles bereit. Das Gäste-, Tagungs- und Speisehaus auf dem Heiligen Berg in Wuppertal wird eröffnet. Offen, hell, einladend. So lässt sich der neue alte Komplex mit dem Namen auf dem Heiligen Berg beschreiben. Er fasst die bisher getrennten Tagungshäuser der Vereinten Evangelischen Mission und der Evangelischen Kirche im Rheinland zusammen. Was Spaß macht, ist, dass verschiedene Traditionen und Kulturen zusammengeführt werden. Was Spaß macht, ist der internationale Charakter. Und was Spaß macht, ist, dass es ein guter Ort wird, um Bildung und Fortbildung durchzuführen. Ein besonderes Plus ist das Audimax der kirchlichen Hochschule. Damit hat das Tagungszentrum einen Veranstaltungssaal, in dem mehr Menschen als anderswo zusammenkommen können, bis zu 200. Hier in Wuppertal ist ein guter Ort zum Tagen. Der eignet sich für Gruppen, für große Gruppen, der eignet sich für kleine Gruppen. Es ist ein Ort, der eignet sich auch für Menschen, die einfach entspannen wollen. Es gibt wunderschöne Zimmer, die Einzelgäste mieten können. Die Umgebung lädt ein zum Spazierengehen. Ich würde auch gerne noch mal sagen, dass der Botanische Garten in Wuppertal direkt um die Ecke ist. Ein Besuch lohnt sich und ich lade alle, die einfach mal gucken möchten und die testen möchten, ob das, was ich hier sage, stimmt, ein im Tagungshaus einfach mal eine Zeit zu verbringen.